Hier ist Fat Fred und ich spiele wieder League of Legends und heute mit der Heldin Akali. Habe ich noch nie gespielt, ist ja auch erst mein drittes oder viertes League of Legends Match überhaupt und ich habe so viele geile Tipps von euch bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich die alle umsetzen und mich überhaupt daran erinnern kann. Auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank für euren Support, für all die geilen Informationen, die ihr mir über YouTube oder auch auf fettspielen.de zusteckt. Ist echt ziemlich geil. Und ich versuche mal das ein oder andere Learning, welches ich hier von euch eingeflößt bekommen habe, umzusetzen. Also, zuallererst weiß ich, ich spiele mit einer Heldin namens Akali. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Und mal gucken, was ich jetzt alles von dem Wissen, welches ich hier erworben habe, umsetzen kann. So, alle Spieler sind bereit, 100% und es geht los. Gucken wir erstmal, was sie für ein Skill hat. Schleudert ein Gegner, was gegen Gegner schon Ziel? Okay. Hüllt ein Gebiet in Rauch ein. Wird unsichtbar. Ja, das ist doch geil. Das mache ich erstmal. Okay, Unsichtbarkeit. So, ersten Tipp, den ich bekommen habe, ist, dass ich immer Items kaufen soll, wenn ich Gold habe. Wenn ich schon in der Basis bin und ein bisschen was auf dem Konto habe, immer Items kaufen. Sehr, sehr guter Tipp. Werde ich auf jeden Fall mal umsetzen. Habe mich jetzt auch hier schon gleich mit null Gold absolut leer gepumpt. Zweite Sache, die ich von euch mitbekommen habe, ist, dass wenn ich auf Tab drücke, dass dann die Punkteanzeige kommt. Da sehe ich sie hier zum allerersten Mal. Alles klar. Ich sehe also meinen Helden, wer hier was spielt. Aha, welche Zusatzbeschwörerzauber ich hier genommen habe. Die Items sehe ich hier. Das ist wahrscheinlich die Death-Kill-Ratio. Und so weiter und so fort. Alles klar. Gut. Also, zwei Sachen, die ich jetzt schon mal gecheckt habe. Und ich bin jetzt hier sogar mit einem Helden auf einer Lane, den ich sogar selber mal gespielt habe. Das ist nämlich Nautilus. Im letzten Let's Play habe ich mit Nautilus gespielt. Ich folge dem einfach mal. Der weiß ja ungefähr, wo es lang geht. Und dann teste ich vielleicht auch gleich mal diesen Zwielichtschleier, den ich jetzt habe. Aha. Warum sehe ich die? Sollten die nicht eigentlich unsichtbar sein? Irgendwie sind die so halb unsichtbar. Ich weiß gar nicht, wie das hier irgendwas zu bedeuten hat. Ich caste einfach mal diesen Schleier. Der sieht doch ganz gut aus. Aber, oh. Naja, egal. Was war da nochmal? Ich mache mich unsichtbar, ne? Er hüllt ein Gebiet in Rauch ein. Ich erhalte Rüstung, Magieresistenz und werde unsichtbar. Angriff und eingesetzte Fähigkeit machen sie kurz sichtbar. Aha, alles klar. Und Gegner werden verlangsamt. Klingt nach einem ziemlich geilen Spell. Den werde ich auch auf jeden Fall, hoffe ich mal, das ein oder andere Mal sinnvoll einsetzen können. Ich weiß nicht, ob das Usus ist, dass man sich hier in die Gebüsche verkriecht am Anfang des Spiels, aber ich mache das jetzt einfach auch mal. Ich gehe einfach mal immer davon aus, dass meine Mitspieler mehr Erfahrung haben als ich, da ich ja wie gesagt ein absolut blutiger Anfänger bin und orientiere ich mich natürlich ein bisschen so auch daran, was die hier so treiben. Okay. So, Nautilus sprengt hier ein wenig die Vasallen weg und ich versuche mal zu last hitten, das hat jetzt auch mal funktioniert. Aber das wird mir sicherlich nicht häufig gelingen. So, hier haue ich dann auch nochmal rein. Vielleicht werde ich jetzt auch nochmal meine Rauchwolke hier casten. Ja, das hat ihn ein bisschen vielleicht verschreckt. Und werde ich mal schauen. Okay, wir sind hier 2 gegen 2 auf der Lane. Die gegnerischen Helden kenne ich nicht. Die habe ich beide auch noch nicht gespielt. Oh, jetzt muss ich immer gerne mal gucken, dass mein... Ist man vielleicht unsichtbar im Gebüsch? Man sieht so komisch... halb sichtbar aus, aber komischerweise habe ich ja eben gerade auch die anderen Helden gesehen, als sie hier im Gebüsch waren. Deswegen weiß ich nicht, ob das mit der Unsichtbarkeit stimmt. Das wäre doch mal eine tolle Sache. Ihr könnt das sicherlich aufklären. Ist man unsichtbar, wenn man hier ist? Oder nur halb sichtbar? Oder hat man weniger Schaden? Oder regeneriert man schneller? Oder was passiert hier im Gebüsch? Das wäre mal eine schöne Sache. Wäre toll, wenn ihr mir das sagen könnt. Okay. Oh, ich muss mich mal zurückziehen. Ich caste mal die Wolke, um mich ein bisschen zurückzuziehen. Was ist hier los? Akali schwingt ihre Kamas, das sind wahrscheinlich meine komischen Waffen, die ich hier habe, und schneidet nahegelegenen Einheiten. Okay, alles klar. Also quasi so eine Art Spell, mit dem ich so ein bisschen mich so freischlagen kann. Ich werde ihn gleich mal probieren. Wow, ja, der ist nicht schlecht. Könnte man wahrscheinlich auch ziemlich gut zum Farmen benutzen, wenn man hier so ein paar angeschlagene Vasallen um sich herum hat. Dann kann man da einfach mal rumschnetzeln und die ganzen Vasallen abfarmen. Alles klar, werde ich also mal im Hinterkopf behalten. Aber vielleicht auch nicht schlecht, um auch wirklich gegen einen gegnerischen Champion, wenn man hier im Nahkampf ist, einfach nochmal so ein bisschen die Klinge schwingen zu lassen. Glaube ich auch keine schlechte Sache. So, ich heile mich mal. Beziehungsweise nicht nur mich, sondern offensichtlich auch die Vasallen, die um mich herumlaufen. Nautilus ist übrigens nicht mehr hier auf der
oberen Lane. Der hat sich hier, man sieht es auf der Minimap, in die Mitte orientiert. Wird er vielleicht an einer Gang teilnehmen? Wir sehen es gerade. Ja, da wird gerade gegankt. Ich glaube, dieser gegnerische Held... Nein, der wird nicht fallen. Der ist immer noch am Leben. So, ich werde mal hier meinen Schmiede... meinen Halbmondschnitt vollziehen. Okay, hier werde ich mich wahrscheinlich erstmal rausholen. Ah, alles klar. Also ich glaube, meine... mein Zwielichtschleier ist auch ganz gut, um mich so ein bisschen davon zu stehlen. Wenn mich jemand gerade angreift, kann ich den casten. Der wird verlangsamt, ich werde unsichtbar. Sieht natürlich ganz, ganz gut aus, um so ein bisschen in so einem Kampf, den man nicht führen möchte, um diesen auch auszuweichen. Ist eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Sache. Oh, ich sehe aber, das wird ein interessanter Zweikampf, den ich vielleicht sogar gewinnen könnte. Jetzt nochmal, nein, oh. Kann ich dann nochmal casten, dass er irgendwie langsamer wird oder so? Nein. Oh, ganz, 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 ganz knapp. Aber ich muss mich auf jeden Fall zurückrufen. Ich bin viel, viel zu angeschlagen. Werde jetzt hier den Rückruf casten, um wieder zurück in die Base zu kommen. Schade. War keine schlechte Sache. Kein schlechter Attack, kein schlechter Zug. Aber das ist nichts geworden. So, ich nehme mir den Tipp zum Herzen, dass ich mir hier was kaufe. Okay, was mache ich denn? Leben, Rüstung. Ah, warum nicht? Ah, jetzt habe ich, glaube ich, auch noch mal einen anderen Tipp bekommen von jemandem von euch, der mir gesagt hat, ich soll auch mal darauf achten, ob mein Held ein Tank ist, ob er Damage dealt, ob man mehr auf Ability Power AP, habe ich jetzt gelernt, neues Fachwort für mich, ob man auf Ability Power AP oder auf Attack Damage AD gehen soll. Meine Fresse, das weiß ich doch nicht. Ich hätte mich vielleicht ein bisschen informieren sollen, was mein Champion so macht. Steht das hier vielleicht? Werte, Geschichte, Tipps? Ach Gottes Willen. Das müsste ich, hätte ich mir vielleicht vorher mal überlegen sollen oder mir vorher doch raufgucken sollen. Oder gibt es vielleicht auch hier, wie man wirklich noch im Spiel sehen kann, auf welche Items man gehen sollte? Das wäre mal eine schöne Sache eigentlich. Ne? Diese Einheit ist ein verfluchter Ninja. Oh ja. Okay. So, Halbmondschnitt und was war das andere nochmal? Zwielichtschleier, das sind meine Spells. Okay. Wir sehen hier gerade Trouble, no help. Da gibt es Probleme auf irgendeiner Lane. Vielleicht in der Mitte. Ich bin mir da nicht sicher, aber ich kann meine Lane eigentlich nicht verlassen, denke ich. Also jedenfalls nicht permanent, weil ich hier ja sonst alleine. Nein, was heißt hier alleine? Sonst würde die Lane ohne Champion stehen und das wäre natürlich nicht so gut. Das heißt, ich bleibe hier einfach mal und schaue, dass ich hier eine halbwegs gute Figur mache. So, hier nochmal ein bisschen gefarmt. Also ich muss schon sagen, die Heldin Akali, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Also ich mag die, die haut ziemlich rein, die teilt eigentlich schön aus. Und ich verstehe ihre Skills auch halbwegs, das ist auch immer ganz schön. Und das ist nicht gerade... wie soll ich sagen? Ist nicht gerade automatisch, dass ich die Skills immer verstehe, gerade weil ich hier sehr, sehr unbeleckt bin, was die gesamte Thematik anbelangt. Aber das sieht immer sehr, sehr gut aus. Und jetzt hier wieder im Zweikampf mit meinem Freund hier. Den habe ich wieder runtergehauen und habe ihn getötet. Ha! Das sah sehr, sehr gut aus. Der Tower hat natürlich noch sehr, sehr viel Schützenhilfe geleistet. Aber ich meine, gut, das ist sein Problem, das ist sein Pech, wenn er meint, in Nähe meines Towers hier so offensiv und aggressiv agieren zu müssen, dann, ja, hat er es auch nicht anders verdient, als dort down zu gehen. Da ist ihm so ein bisschen der Greed quasi mit ihm durchgegangen. Okay. Das ist ganz schön, habe ich ihn zurückgeschlagen, bin jetzt auch schon wieder in die neue Stufe, habe jetzt mein Ultimate, wenn ich jetzt recht informiert bin, ist dieser vierte Zauber hier immer der Ultimate-Spell. Akali bewegt sich durch die Schatten, um ihr Ziel schnell anzugreifen. Aha, magischen Schaden, bla. Okay, klingt gut. Klingt so ein bisschen wie so ein Sneak-Attack, man ist ja kurz auch unsichtbar, oder doch nicht? Nein, bewegt sich durch die Schatten. Naja, werden wir gleich mal testen, würde ich sagen. Werden wir den Schattentanz mal... das nächste Mal beim nächsten One-on-One hier, beim nächsten kleinen Zwischenfight mal anwenden. Okay, das sieht hier schon ziemlich gut aus. Wir pushen hier sehr, sehr schön, haben hier, ja, ich würde mal sagen 10, 15 Vasallen zusammengesammelt und können jetzt hier den gegnerischen Turm angreifen. Ich habe von einem anderen von euch auch
gelernt, dass man auch tatsächlich Miss sagt, wenn jemand auf der Lane fehlt, dieses aber erst in höheren Stufen erwartet wird. Aber ich will mich ja natürlich hier gleich schon am Best-Practice-Beispiel orientieren und nicht wie ein Noob agieren, habe deswegen auch einfach mal Miss gesagt, da mein gegnerischer, der gegnerische Champion hier auf der Lane jetzt schon seit längerem fehlt. Ich glaube nicht, dass er jetzt noch in der Base abchillt. Ach, hier ist er wieder da. Hat versucht, mich wahrscheinlich von hinten zu erwischen. Habe jetzt ein Reh. Ich hoffe, das ist auch das korrekte Wording hier bei League of Legends. Ich kenne es so nur von Dota, dass man Miss mit Miss ansagt und Reh, wenn jemand wieder da ist. Nicht, dass jetzt sich jemand hier Sorgen macht, dass mein feindlicher Champion auf der Lane für alle Ewigkeiten verschwunden ist. So, ASDF etc. ist wieder da. Ich weiß nicht, wie der Held heißt. Ich habe auch von einem anderen von euch, also wie ihr schon seht, herrscht rege Interaktion. Ich finde es echt super, dass ihr mir so viele Tipps gibt und mich hier so versorgt. Ein anderer hat erzählt, dass der Held immer automatisch angewählt ist, der eigene. Das habe ich mittlerweile auch bekommen. Man kann irgendwie ziemlich schlecht oder gar nicht auf was anderes klicken, außer auf seinen Helden. Er ist immer angewählt. Gibt es eine andere Möglichkeit, wie ich jetzt wissen könnte, was das für ein Held ist? Vielleicht, wenn ich auf Tab gehe? Das habe ich ja noch nie gemacht. Oder bisher nur einmal. Ah, hier sehen wir es. Jax. Okay. Jax heißt offensichtlich der gegnerische Held. Das ist sehr gut. Dann weiß ich jetzt, dass ich das über die Tab-Taste regeln kann. So, soll ich mal diesen Schattenangriff machen? Diesen Schattentanz? Ich werde es einfach gleich mal testen. Was heißt eigentlich auch dieses... Achso, das ist jetzt die Dings. Alles klar. Okay. Aber jetzt ist es schon wieder weg. Da werde ich mal meine Klinge spielen lassen. Halbtonschnitt. Halbton, ja genau. Halbmond. Halbtöne gibt es auch, aber das ist was ganz anderes. Oder kommt er von hinten? Alles klar. Jetzt werde ich mal diesen Schattentanz machen. Hab ihn jetzt auch nochmal betäubt. Werde ihn nochmal raufhauen. Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Der wollte hier in den Kampf gehen, hat jetzt aber doch den kürzeren gezogen. Aber töten kann ich ihn an dieser Stelle dann trotzdem nicht. Aber er kommt wieder. Alles klar. Da werde ich ihn nochmal raufhauen. Alles, was ich habe, wird ein ziemlich spannendes One-on-One. Ich werde nochmal mit meinem Ultimator reinkasten und schauen, ob ich ihn da noch erledigen kann. Und das hat geklappt. Jax zum zweiten Mal down gegangen. 2:0 für Fat Fred an der Doppelklinge. Sehr, sehr geil. Und okay, ich werde mich jetzt trotzdem mal wieder zurückrufen. Ich werde jetzt hier kein Risiko eingehen, als halb angeschlagener Helden mich hier auf den Lorbeeren auszuruhen und einen Freudentaumel aufzuführen. Nein, ich rufe mich zurück und habe jetzt auch immerhin schon 1500 Goldmünzen auszugeben. Und ich halte mich an eure Ratschläge. Die werden jetzt auch ausgegeben. Ne, wir wollen ja auch die Wirtschaft ankurbeln. Und ja, nichts weiter machen. Okay. Fähigkeitsstärke, Leben. Boah, keine Ahnung. Also mit den Items, da muss mir jemand nochmal wirklich erklären. Oh, hier, Riesenschwert, 45 Angriffsschaden. Das klingt jetzt einfach mal geil, das nehme ich. Und werde mich mit der Geistfähigkeit ein bisschen schneller fortbewegen. Ja, mit den Gegenständen. Woran sehe ich, wie erkenne ich, ob ich mehr AD, AP, OMG, ETC, keine Ahnung, was ich dort, MFG, überhaupt machen soll. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon die Hälfte meines Inventars beansprucht und das ist doch angesichts der schönen Items, die ich hier habe, doch gar nicht so schlecht. So, ich bin wieder auf der Lane. Mein Gegenüber ist wahrscheinlich noch tot auf der Beschwörerplattform oder auf dem Weg hierher. Oder da ist er auch schon wieder. Sehr gut, ich bin nicht lange alleine. Das heißt, Jax ist immer noch hier auf meiner Lane. Ich werde ihn auch mal Jax nennen, denn... dann kann ich darauf verzichten, den sehr kreativen Name ASDFOR, was auch immer, aussprechen zu müssen. So, das war mein Last Hit, auch nicht schlecht. Ich bin immerhin schon Level 9 und mein Gegenüber erst Level 7. Also auch da habe ich durch die zwei Kills schon einen kleinen Abstand gewonnen zu ihm, das ist sehr schön. Wir sehen hier gerade, hören hier gerade, dass der Gegner einen Turm zerstört hat. Das ist nicht so gut. Wahrscheinlich unten auf der Lane, da sehen wir es auch gerade, dass da ein bisschen Trouble ist. Wir gucken mal kurz auf die Minimap oder gehen hier auch mal rein. Ja, da wird ein bisschen gepusht auf der unteren Lane. In der Mitte steht unser Turm noch. Da ist es ungefähr ausgeglichen und hier oben ja auch. So, ich werde einfach mal reingehen mit einem Schattenwalk und ihn mal hier ein bisschen Druck machen. Das hat gut geklappt. Aber habe ihnen dann nur ein bisschen Schaden zufügen können. War jetzt keine große Nummer. Oh, da schwingt er gerade in die Klinge. Das sieht so ein bisschen aus, als würde er einen Spell vorbereiten. Aber das
hat er offensichtlich nicht gemacht, oder jedenfalls wurde dieser Spell nicht gegenüber meiner Person gecastet, sondern irgendwie anders verwendet, wahrscheinlich hier so ein bisschen rumzufarmen. So, ich habe mich jetzt nochmal dahin bewegt, oder? Das sieht gar nicht schlecht aus, habe ihn jetzt wieder ein bisschen Angst eingejagt, er ist auf der Rückwärtsbewegung, hat jetzt nur noch halb HP. Das ist nicht schlecht, da habe ich jetzt immerhin hier doch eine kleine Vorteilssituation generiert, auf die ich mich zwar nicht ausruhen sollte, aber die mir doch dann noch einen kleinen Vorteil verschafft. So, ich werde ihn immer mal wieder so ein bisschen nach hinten holen, damit er sich dann nicht durch Last Hits noch Gold der Vasallen holen kann. Ich weiß auch nicht, wie das mit den Erfahrungspunkten ist, ob man nur Erfahrungspunkte bekommt, wenn man direkt bei den Vasallen steht, oder ob es auch reicht, ein bisschen im Hintergrund zu sein. Vielleicht schon, weil sonst wäre das ja auch bezüglich der Melee- oder Ranged-Heroes ein bisschen komisch geregelt. Okay. So, dann werde ich hier einfach mal ihnen nochmal einen mitgeben. Und habe hier doch eine schöne Anzahl an Vasallen eigentlich, die mir hier helfen, diesen Tower ein bisschen anzukratzen. Ich werde derweil auf den Champion gehen, hier nochmal versuchen, meine Skills gut zu platzieren. Aber nein, der Tower hat mich hier im Fokus. Das heißt, das sieht jetzt nicht so gut aus, aber ich komme jetzt nochmal zurück, hab ihn jetzt nochmal im Visier, versuche ihn jetzt nochmal mit meinem Ultimate Spell vielleicht nochmal reinzubürgen. Ist der nochmal da? Ja, das könnte klappen, und das klappt auch, wenn ich ihn jetzt habe. Und ich bin in meinem Blutrausch, in meinem ersten Blutrausch, meine Damen und Herren, nach dem dritten Mal Let's Play League of Legends habe ich meinen ersten Blutrausch angezettelt, habe eine schöne Serie hingelegt, 3:0. Ist meine Kill-Death-Ratio. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ich freue mich, dass dieses Spiel so gut läuft und dass ich mit Akali doch erstaunlich gut zurechtkomme. Und das auch, muss man ja auch sagen, mein gegenüber Jax jetzt nicht der allerhellste ist. Der ist vielleicht ungefähr auf meinem Niveau, und das ist ja auch mal ganz nett, dass ich dort auch als Noob gegen Noobs spielen kann. Ich habe 940 Gold. Ich werde auch weiterhin mein Geld ausgeben ohne Ende. Beinschienen des Berserkers, Angriffstempo. Das klingt schön, das mache ich. Angriffstempo kann nie schaden, gerade wenn man wie ich wo es ja doch immer sehr, sehr eng ist, und wenn man dann natürlich noch ein bisschen Angriffstempo hat, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, und dann noch eineinhalb Schläge setzen kann, wenn der Gegenüber nur einen Schlag setzen kann, das ist doch keine schlechte Sache. So, ich könnte jetzt oben weiter pushen oder mich mal in die Mitte begeben, vielleicht können wir dann eine schöne Gang anzetteln oder so, aber gut, solange hier oben das Kräfteverhältnis stimmt, sollte ich da vielleicht auch nicht weggehen. Weiß ich jetzt auch nicht, wie man jetzt taktisch vorgehen sollte. Bleibt man lange auf der Lane bei League of Legends, so lange wie es geht? Oder was hätte ich in dieser Situation tun können? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bleibe ich erstmal hier. Da ist offensichtlich jemand zurück im Spiel, der zwischenzeitlich weg war. Das habe ich gar nicht mitbekommen in meinem Blutrausch, den ich jetzt offiziell auch vom Programm attestiert bekommen habe. Aber schön, dass er wieder zurück ist. Ist ja immer blöd, wenn jemand das Spiel, sei es aus welchen Gründen auch immer, verlassen musste oder wollte. So. Jax ist gerade mal wieder reingesprungen ins Getümmel, was ihm aber auch nicht so viel gebracht hat. Ich werde einfach nochmal hier raufhauen, mal gucken, ob ich ihn dann wieder ein bisschen zurückschlagen kann. Vielleicht kann ich hier noch einen Schlag setzen, bevor der Tower in der Range ist, aber nein, das hat nicht geklappt. Aber dafür kann ich hier vielleicht ein paar Vasallen abfarmen. Oh ja, da konnte ich sogar viele Vasallen abfarmen. Also man sieht schon, dieser Halbmondschnitt ist sehr, sehr gut, um hier an Gold zu bekommen, und schön, um zu last-hitten. Hat ja auch nur eine 3 Sekunden Abklingzeit, den kann man auch öfter casten, das ist überhaupt kein Problem. So, jetzt werde ich hier nochmal reingehen und versuchen, ja, das ist eigentlich, also auch dieser Schattentanz, der gefällt mir sehr, sehr gut, dieser Spell. Der hat mir doch hier das ein oder andere Mal schon zum Vorteil gereicht, mich immer mal wieder dahin zu bewegen und ihn einen mitzugeben. Ist echt eine gute Sache, gefällt mir sehr, sehr gut, der Spell. Und ja, hat mir hier schon das ein oder andere Mal zum Vorteil gereicht. Okay. So, ich werde hier einfach mal ein bisschen auch vorsichtiger sein, dass ich jetzt nicht so viel abbekomme, unnötig HP verliere, indem ich hier das ein oder andere Mal was einstecke. Aber hier sieht man schon, ist er wieder HP richtig runter, da will ich doch nochmal einen mitgeben. Jetzt ist es auch wieder, er musste wieder zum Tower zurückgehen, ist jetzt hier schon sehr stark in der Defensive, was mir natürlich gut gefällt an dieser Stelle. Ich werde jetzt nochmal meine Vasallen hier, oder kommt er zu mir? Jetzt will er mich haben, jetzt hat er mich betäubt. Ich werde ihn wahrscheinlich aber trotzdem auch dieses Mal erledigen, wenn ich jetzt hier nochmal, ja, alles klar. Fett wird zum Berserker, nächste Stufe mitgenommen. Das ist super, läuft sehr, sehr schön.
bin begeistert. Mein 4:0 Einstand macht mich doch hier sehr, sehr glücklich. Nach vielen würde ich auch nicht sagen. Ich glaube, es gab ja zwei frustrierende Niederlagen, die auch nicht so frustrierend waren, weil ich kein Problem damit habe, wenn ich am Anfang von etwas stehe, auch mal öfter die Kürzeren zu ziehen. Aber ist doch auch mal schön, auf der anderen Seite zu stehen. Und das tue ich hier, habe jetzt auch den Turm erledigt. Sieht hier sehr, sehr gut aus. Spengler Kai mit Nautilus, den Champion, den er steuert, ist auch mit von der Partie hier oben. Das heißt, wir sind hier mit mehreren Vasallen am Start, mit zwei Helden und können fröhlich weiter pushen, während kein Gegenspieler in Sicht ist. Ich werde natürlich trotzdem aufpassen, dass mich hier der Tower nicht erwischt. Also beim letzten Mal, ihr habt es ja gesehen, wie mich da der Tower ziemlich fertig gemacht hat, mir die Hälfte der HP runtergehauen hat. Das will ich natürlich vermeiden an dieser Stelle. So, Jax ist wieder da. Hier werde ich natürlich jetzt nicht so offensiv reinlaufen am Tower. Das heißt, ich ziehe mich wieder ein bisschen zurück. Habe mir gar nicht angeschaut, was mein neuer Spell kann. Schleuder gegen ein gegnerisches Ziel. Scheint also was Fernkampfmäßiges zu sein. Das mache ich einfach mal. Hat das jetzt geklappt? Ich glaube schon. Das war wahrscheinlich dieser Kreis, oder? Ah, nee, ich habe jetzt W gecastet. Gerade den falschen Hotkey. Ich mache es nochmal. Ah, ja, genau. Okay. Macht also ein bisschen Fernkampfschaden, ja auch nicht so schlecht, wenn man als Nahkampf, als Melee-Held, Champion dort nochmal irgendwas hat, womit man auch auf der Ferne, auf der Distanz ein bisschen Schaden verteilen kann. Gefällt mir ganz gut, ist auch eine sehr schöne, ausgewogene Art hier so ein Skillset zu präsentieren. Finde ich sehr, sehr gut gemacht. Und oh, schön, also diese Halbmondschnitt, der gefällt mir sehr, sehr gut, mit dem ich immer mal wieder schön die Vasallen abfarmen kann. Ein richtig, richtig toller Zauber. So, könnte ich an dieser Stelle wieder einen One-on-One gegen Jax wagen. Das sieht ja bisher sehr ganz gut aus. Der hat mich ja schon ein bisschen gefeedet hier mit 4:0. Ich werde einfach mal reinspringen und so ein bisschen schauen, ob ich ihn auch dieses Mal in einem One-on-One überlegen bin. Er ist in der Rückwärtsbewegung, obwohl ich eigentlich mehr HP verloren habe als er. Ganz interessant eigentlich. Jetzt kommt er wieder. Ich glaube, hier werde ich tatsächlich den Kürzeren ziehen. Da bin ich doch ein bisschen zu blindlings reingegangen. Werde jetzt die Geistfähigkeit casten, um schneller unterwegs zu sein. Jetzt versucht er mich noch zu folgen, aber das hat dann nicht geklappt. Alles klar. Das hat nicht geklappt. Das war ein bisschen zu aggressiv. Vielleicht sollte ich auch nicht zu übermütig werden an dieser Stelle und mich mit weniger, aber dafür erfolgreichen Aktionen zufrieden geben. So, ich bin wieder in der Base, auf der Beschwörerplattform, beim Händler und habe 1365 Gold. Was ist hier? Angriffsschaden, Magieresistenz. Oh, Angriffsschaden. Angriffsschaden klingt immer gut. Mache ich jetzt. Okay. So, sehr, sehr buntes Itemset wahrscheinlich, was ich hier habe. Aber immerhin habe ich mein Gold ausgegeben, also diesen Tipp habe ich schon berücksichtigt. Was ist denn hier unten los? Die sind ja schon in unserer Base. Okay, alles klar. Das habe ich überhaupt gar nicht mitbekommen. Überhaupt nicht auf der Kette gehabt. Ich bin hier gerade dabei, unseren Tower, der ist hier sogar schon gefallen. Das ist ein Wahnsinn. Also, und wir haben die auch sogar hier schon diese großen Creeps, diese großen Vasallen. Wow. Also hier müssen wir auf jeden Fall mal stark verteidigen. Das ist mir schleierhaft, weswegen die untere Lane schon so krass fallen konnte. Da muss ich auf jeden Fall mal schauen, dass ich hier den Jax sein lasse und mich mal ein bisschen im Dienst des Teams stelle und auf anderer Position etwas mehr helfe. Auch in der Mitte sind wir auch schon defensive. Also offensichtlich hatte keiner meiner Verbündeten so viel Glück wie ich hier oben an der Seite. Also hier muss ich tatsächlich versuchen, das alles... oh, da ist er wieder raus. Schade. Ich muss tatsächlich versuchen, hier mein Team zu unterstützen, wie es geht. Fett ist nicht aufzuhalten. Habe jetzt meinen 5. Kill gesetzt, aber konnte nur einen der gegnerischen Helden hier zurückhauen und bin jetzt auch, ich sehe es in der Rückwärtsbewegung, Fett dominiert, verlangsamt und jetzt bin ich gestorben. Okay, ja, jetzt bin ich tot. Das war noch ein bisschen zu viel hier, aber immerhin mit 6:1 habe ich ja keine schlechte Stat. Und, aber was mir hier überhaupt nicht gefällt, fernab meiner positiven eigenen Bilanz, ist, dass wir hier an zwei Stellen schon komplett eingerissen sind. Also, ich hoffe, meine 20 Sekunden reichen hier noch, Respawn-Zeit, dass ich hier noch ein bisschen was zurückschlagen kann. Das sieht ja sehr, sehr schlecht aus. Das ist sowohl hier auf der rechten Seite schon... Meine Güte, es geht ja schon an unseren Nexus. Das ist ja Wahnsinn. Also, selbst unser... zweiter Verteidigungstower am Nexus ist schon under attack. In der Mitte haben wir auch schon hier Vasallen, die uns dann das alles einreißen. Also
Ich weiß nicht, was hier passiert ist, dass das so, so schlecht aussieht. Okay, ich versuche jetzt nochmal, meine 800 Geld irgendwie sinnvoll einzusetzen. Rüstung ist nicht schlecht. Meine Güte. Ja. Das sieht, glaube ich, aus wie ein GG. Ich kann jetzt hier natürlich noch ein bisschen rumschnetzeln, aber ich glaube nicht, dass ich hier noch viel reißen kann. Eher lasse ich mich hier von Vasallen töten, wie das aussieht. Also, ja. Schade. Hatte ich gerade mal ein relativ gutes Spiel gehabt, was meine Person oder meine persönliche Rolle hier anbelangt, aber das hat offensichtlich nicht gereicht, nicht mal ansatzweise, dass wir hier mit einem Sieg davon kommen. Ganz im Gegenteil, ist doch sehr, sehr stark, dass wir hier schon, obwohl das Spiel noch nicht mal 30 Minuten läuft, ja, das Spiel verloren geben können. GG oder BG, je nach Position, je nach Standpunkt. Auf jeden Fall war's das mit diesem Let's Play und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer Fat Fred.